letzten Spiel der Saison gab es nochmal einen 3:0 Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Mit dem Sieg wurde dann auch die 30-Punkte-Marke geknackt. Natürlich sehr emotional, wenn man nach 5 Jahren jetzt das letzte Spiel macht. Es war natürlich sehr schön, dass wir das Spiel gewonnen konnten. Und ja, leider war ich heute ein bisschen in den Chancentod. Ich hatte ein paar Tore auf dem Fuß, aber die gingen halt nicht rein. Aber wir haben 3:0 gewonnen und das stimmt mich vor allem positiv, dass wir hier einen sehr schönen Abschluss haben. Und ja, jetzt genieße ich einfach noch die Zeit, die wir haben zusammen. Das war jetzt der 4. Sieg in Folge. Ich glaube, so eine Erfolgsserie gab es noch nicht seit dem Bundesliga-Aufstieg. Du warst ja die ganze Zeit dabei. Wie denkst du, so kann man sich jetzt würdig verabschieden? Ja, genau. Wir haben eine gute Serie hingelegt. Ich meine, wenn man nach der Vorrunde ja, mit 10 Punkten dasteht und dann so viele jetzt noch sammelt, also das Doppelte eigentlich, können wir natürlich zufrieden sein. Wir haben jetzt diese 30er-Marke geknackt und uns wieder verbessert im Gegensatz zu letztem Jahr. Und umso schöner ist natürlich, dass ich mich jetzt auch mit der Mannschaft von Jahr zu Jahr steigern konnte und wir immer wieder besser wurden. Und ich glaube, ich kann jetzt mit erhobenem Haupt hier Hoffenheim verlassen. Was wünschst du der Mannschaft für die nächste Saison noch? Ja, ich wünsche denen natürlich, dass sie nicht so einen harzigen Start haben, wie wir hatten. Dass sie sich weiterentwickeln, dass jetzt vor allem junge Spieler oder eben Spieler, die jetzt noch ein bisschen im Hintergrund waren, in Führungsrollen wachsen. Für jeden wird es jetzt eine Chance sein, da sich reinzuspielen, diese Chance wahrzunehmen, wenn jetzt erfahrene Spielerinnen gehen. Und ich wünsche ihnen einfach nur ja, viel Erfolg, dass sie positive Spiele bestreiten, Tore schießen, viel Spaß und Freude haben. Und ja, dass ich sie dann mal besuchen kann, hier bei einem Heimspiel. Ja, also ich glaube, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Also wir waren klar Chancen besser und ja, es ist schön, einen Abschied mit 13:0 zu gewinnen. Und vor so einer Kulisse mit so vielen tollen Zuschauern ist natürlich schön. Du hast gerade die Kulisse angesprochen, es sind ja auch die Kinder von deinem Kindergarten heute da gewesen. Eine besondere Motivation? Ja, aber also es ist schon eine Ehre, wenn die kleinen Kinder, sage ich jetzt mal, hier sind und dann einen anfeuern, weil für die ist es ein großes Erlebnis und die freuen sich jedes Mal wieder, wenn sie hier sind. So, ja, das 4. Sieg in Folge. So erfolgreich war man ja noch nie gewesen. Ich denke, man kann jetzt mit der Runde am Endeffekt noch ganz zufrieden sein, nachdem der Start ein bisschen holprig war. Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns also nach der Vorrunde halt vorgenommen, uns zu verbessern und also halt durchzustarten. Und ja, ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Ich bin sehr zufrieden, dass wir wieder mal 0 gespielt haben. Ich meine, wir hatten jetzt in den letzten Spielen hatten wir mehrere 0 Spiele. Und das ist ganz wichtig für unsere Mannschaft gewesen. Und darüber sind wir sehr glücklich, auch dass wir die 30 Punkte uns geholt haben, die wir uns definitiv in der Rückrunde jetzt auch verdient haben. Ja, ich denke, das hat viel mit unserer Stärke der Mannschaft zu tun und mit dem Selbstbewusstsein. Und das haben wir halt umgesetzt. Das haben wir jetzt in der Rückrunde umgesetzt und das war eine Top-Leistung von uns und darauf können wir auf jeden Fall aufbauen. Wir haben es gerade gesehen, dass ich eine Sektdusche abbekomme. Ich denke aber, ja, heute nach dem letzten Spiel ist es auch völlig okay. Ja, ist völlig egal. Ich kann komplett geduscht sein mit Sekt. Also passt schon.